Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted The Lost Legacy. Ja, und dieses Let's Play hat 160 P, also hoffentlich freut euch darüber jetzt. Der Uncharted 1 P3 hatte ja 420 P und Uncharted 4 360 P. Bin schon dabei. Warum auch immer. Mir geht's keine übrigens Ahnung. Gut. Und los geht's. Oh, Teil. Oh, nee. Okay. Doch. So, ich soll mich wahrscheinlich mal weiter nach oben gehen. Sicher während des Greifens zu springen, ja, das klappt dann also jetzt auch. Immer noch da unten? Yep, noch da. Ich wollte nur mal nachfragen. Das Teil des Übels. Gib mir die Hand. Hin. Geht schon. Okay. Soll ich fahren? Nein. Macht mir nichts aus. Mir schon. Hab gern die Kontrolle. Okay. Das Auto haben sie auch gemacht. Lass uns einfach die Ruhe genießen, okay? Eine blöde Frage. Oh, das sieht aber so schön aus, ne? Woher weißt du, dass der Stoßzahn noch hier ist? Sonst wäre er doch längst in einem Museum oder so aufgetaucht. Und ich habe keine Heusala-Ausstellungen gesehen. Vor diesem Job hatte ich noch nie etwas von Heusala gehört. Naja, es ist die Schuld ihres letzten Königs. Jung, leichtsinnig, trotzdem mit seinem Reichtum. Er baute für den Stoßzahn eine neue Stadt. Und führte die Perser direkt vor seine Haustür. Und jetzt uns. Und was jetzt bringt's hier hochzufahren, Alter? Warum haben wir es überhaupt eingebaut? Was ist denn das? Alles klar. Aber tatsächlich im vierten Teil war ich kein Fan des Autos, außer bei dieser einen Verfolgungszeit. Wo man hier einfach rumfahren musste, das hat mich eigentlich recht genervt. Das hätte man lieber in eine Cutscene einbauen sollen. Schau mal, Flamingo treffen. Ja, und ihr habt es gerade eben trainiert. Hier weiter. Ich guck schon. Wieso? Nein, wieso hat das nicht gebracht, wenn wir einen Baum haben? Warum machen wir so Wanden hier, wenn es gar nichts bringt? Witzig. Erfrischend. Danke für die Vorwarnung. Ey, ganz locker. Also, ist doch ganz nett hier in der Natur, oder? Raus aus der Stadt. Ruhiger. Kommst du oft hierher? Nein, nicht wirklich. Hey, davon, langsam. Na, sieh mal an. Heusala-Ruinen. Schaffen wir es durch das Tor? Ich sehe mal nach. Und was fällt mir, dass es nicht so, dass wir nicht aus dem Tau kommen? Die alten Hauptstädte. Was haben wir hier? Halebet und Belur. Ich dachte, das sind Ganesha und Shiva. Hm, da hat jemand aufgepasst. Ganesha war der Hüter von Halebet, der neueren Hauptstadt von Heusala. Shiva war der Hüter der ehemaligen Hauptstadt Belur. Ja, die Steinbilder sind wunderschön. Aber das ist wohl kaum eine Verteidigungsmauer. Hm. Bildhauerquartiere, dem Aussehen nach. Wir sind hier noch am Stadtrand. Wusste gar nicht, dass du Archäologin bist. Das wäre wohl eher mein Vater.
Ich bin nur eine Diebin, weißt du noch? Hey, hat der Wagen eine Seilwinde? Sieht so aus. Sehr gut. Damit werden wir das Tor schon aufkriegen. Was, du willst es einfach einreißen? Das habe ich vor. Oder hast du Dynamit? Das ist deine Show. Das heißt dann wohl nein. Okay, das haben sie also auch zurückgeholt. Okay, so sollte es klappen. Fraser, weg da in den Hinterhalt! Schiff, in Deckung! Danke für die Warnung! Jetzt muss ich mich erstmal hier dran gewöhnen, dass das Schießen etwas schneller geht. Ja, im Charter 4 war es ja okay. Etwas langsamer. Wo waren wir? Du wolltest gerade ein uraltes Tor runterlassen. Ja, genau. Dann mal los. Du bist so ruhig. Ich bin nur überrascht. Ich dachte, du wärst eher der Typ, keine Spuren hinterlassen, wenn es um Ruinen geht. In diesem Beruf kann dich Sentimentalität umbringen. Okay. Da müssen wir also runter. Nö, hierher kommen wir nämlich. Dann also hier. Nö, nee, auch nicht. Deswegen hasse ich das Auto. Fühlt sich dann nämlich eher an wie ein Open-World-Spiel und ich hasse Open-World-Spiele. Einfach nur wegen der Nebenquest. Und geht hier lang? Nein! Oh, warte hier. Wow, was? Das sind nur große fliegende Nagetiere. Eigentlich sind sie das nicht. Doch, sind sie. Sie ähneln eher Primaten oder Lemuren. Okay, ich schlag's nach. Na, geht doch. Wieso? Also, hier geht's. Was war? Na, oh mein Gott. Alter. Also ohne sexistisch zu klingen, kann es sein, dass das Autofahren hier irgendwie schwieriger ist. Geschafft! Stopp! Asaf. Oh. Gut erkannt. Ein ganzes Bataillon dabei. Und drin sind vielleicht noch mehr. Hey, ist doch schmeichelhaft, dass er uns so ernst nimmt. Wir müssen durch dieses Tor. Okay, immer mit der Ruhe. Erst müssen wir diese Clowns ausschalten. Hast du einen Plan? Ja. Klar. Und was sein? Schon schief gehen. Markieren, okay, das Markieren gibt es also auch wieder. Hey.
nicht in die Deckung gehen. Doch niemand. Sieht mich immer jemand. Und der. Pass auf, da drüben. Ja, hab ich schon markiert. Was zum? Moment mal. Hier liegt einer. Wir sind nicht allein. Sie haben die Leiche gefunden. Oh fuck. Ich wollte eigentlich da oben drauf springen. Wenn das überhaupt noch geht. Komm raus, sofort. Dein Ernst? Ich weiß nicht, ob ich sie direkt attackieren soll. Oh, vielleicht kommt er hier hoch. Okay, es geht noch. Diesen Ort hier oben zu sehen. Wenn der hier nahe kommt, dann kann ich wieder auf den drauf springen. Da den kann ich runterziehen. Wenn mich dann noch bis dahin noch keiner gefunden hat, dann muss ich mir nochmal so überlegen. Egal, ich hab die alle markiert. Jetzt hast du ein Problem! Oh Mann, ich vergesse das immer. Nehmen wir den ersten drei Teil mit der Reihe. Und seit dem dritten Teil mit
Weg von ihr! Das geht auch bedeuten. Geschafft. Läuft wie geschmiert. Ja. Das war ja übel sein. Also es war vielleicht nicht der einfachste Kampf, aber schwerer war dann. Hätte ich nicht eigentlich dieses Tor da einfach öffnen können? Nee, das haben wir nicht. Ich mach das Tor auf. Das hätten wir bestimmt nicht. Hol den Wagen. Ja. Danke. Das ist wohl nicht Action. Das hier könnte es sein. Okay, kannst rein. Einfach so öffnen. Vorsichtig, aber immer. Okay, drück mal rüber. Ich kann durchaus Auto fahren, weißt du? Klar doch, Süße. Ist mir einfach lieber so. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Stimmt, aber anders als dein Freund Asaf haben wir einen Vorteil. Die drei Symbole. Schauen wir mal auf die Karte. Okay, mal sehen. Wir sind ungefähr hier. Ich markiere es unterwegs. Sieh dir mal den Turm an. Von da oben kann man sicher die Lage sondieren. Vielleicht. Halte nach Asaf Ausschau. Perfekt. Nicht, dass er mir große Sorgen machen würde. Sollte er aber. Wir werden ihn nicht noch einmal überraschen können. Ich glaube, er hat nicht viel von dir erwartet. Moment, war das ein Kompliment? Ja, das klang wie ein Kompliment. Seine Männer sind Idioten, aber Asaf... Wir müssen uns auf jeden Fall von ihm fernhalten. Wo willst du hin? Wollen wir zusammen hochklettern? Ich würde gerne, aber... Jemand sollte nach Asafs Männern sehen. Gute Idee. Okay, dann muss ich den Scheiß tun, jetzt hoch. Nur wo? Hoch hinaus. Ah. Also hatte ich doch richtig gelegen. Ich habe jetzt extra nicht auf die Karte geguckt, weil ich das hasse. Und auf die Karte gucken muss. Bla bla bla. Aber ich glaube hier bei den Ruinen hier gleich, wenn wir hier runterkommen, wette ich mit euch. Alles gut da oben? Da kommen so weit, so gut. Zurück. Pass auf da oben. Aha. Wenn ich noch nicht draufgegangen bin. Ja, das ist besonders für meine Verhältnisse. Schließlich bin ich im ersten Part voll oft runtergefallen. Da sind die drei Symbole. Das ging schneller, als ich dachte. Parashuramas Bogen. Was haben wir hier? Direkt auf die Hoysala-Ruinen ausgerichtet. Es ist eine alte Festung. Einfach mitten im Seebett. Ich zeichne dort einen Bogen auf die Karte. Noch eine alte Festung. In den Berg gebaut. Ich markiere das einfach. Mit einer Axt. Was das wohl ist? Eine Erinnerung für später. Dreizack. Und zu guter Letzt die Dreizacktür.
Und noch eine Festung. Kurz hinter den Wasserfällen. Du kriegst einen Dreizack auf der Karte. Wow. Ich hätte vor dem Hochklettern den Knopf suchen sollen. Und die ist verkehrt. Ach ja. Oh, war es die Anstrengung wert? Mehr als das. Hab die drei Symbole gefunden. Echt jetzt? Yep. Jedes zeigt auf eine andere Festung. Dort sollten wir nachsehen. Perfekt. Yes, zeigt auf. So, welcher soll mal als erstes? Ich glaube, ich will als erstes zu dem Fragezeichen. Den Reiz an Menschen wie Asaf habe ich noch nie verstanden. Ganz einfach. Er sucht sich schwache Männer und bietet ihnen Macht. Gibt ihnen eine Aufgabe. Aufgabe? Okay, da, oder klingt für mich eher nach Verarsche. Ja, schließlich müssen wir dann einfach da durch und dann eigentlich die ganze Zeit nur nach oben. Wie bist du überhaupt an Asaf geraten? Was sollte das? Ich will lieber nicht drüber reden. Er schien dich jedenfalls zu mögen. Erinnere mich bloß nicht. War zwar damals ganz praktisch, aber... Ja. Sag schon. Lieber nicht. Vielleicht bei ein paar Drinks? So viel kann selbst ich nicht trinken. Kommen wir gleich zur Berge, dann muss ich den nachholen. Kommen. Ach du Scheiße. Ich war ja gerade komplett falsch. Stimmt. Du bist die Militärexpertin. Was ist Asafs Strategie? Nee, okay. Hat seine Männer ausgesendet und hofft, uns aufzuhalten. Würde ich nicht tun. Was würdest du tun, wenn du Asaf wärst? Außer mich zu rasieren? Mich zurückhalten. Dich die Arbeit erledigen lassen und dir dann den Stoßzahn wegschnappen, wenn der Knochenjob erledigt ist. Hinterhältig. Sinnvoll. Minimiert einige Risiken. Wie gut, dass du auf meiner Seite bist. Ja, das stimmt. Es wundert mich, dass Asaf das nicht auch so sieht. Vielleicht weiß sein Experte mehr als wir. Stimmt. Ein Grund mehr. Da drüben, in der Klippenwand. Siehst du den Torbogen? Sieht intakt aus. Kommst du mit? Bewegung. Gut. Wohl wahr. Ich hätte hier einen looten sollen, Alter. Keine Ahnung. Sieh mal einer an. Affen. Du freust dich aber. Ich mag Affen. Einfallen. Was haben wir denn hier? Mal sehen. Bilde ich mir das ein oder ist das eine Karte? Sieht wie unsere Karte aus. Ha. Das notiere ich mir. Interessant. Eine Art Häusala-Andenken. Was ist mit den Symbolen da oben? Symbole? Genau die Größe eines Andenkens. Versuchen wir es. Es hat eine der Stellen auf der Karte gefüllt. Ja. Frag mich, was passiert, wenn wir alle finden. Diese Figuren, das müssen die alten Häusala-Könige sein. Insgesamt 11. Ist jetzt schon? Rüber.
zu springen. Da geht doch noch rein. Sorry. Der lebt doch noch. Wie, der muss ich das jetzt neu machen? Nee, okay. Nee, der muss er wahrscheinlich weg. Oh, wie langweilig. Sollen die uns die Sätze voll kacken? Sieht gut aus. Riecht gut. Dann los. Müssen wir jetzt zu diesen ganzen Orten da jetzt hin? Nee, oder? Ich gehe erstmal zu den Festungen jetzt hin. Ist richtig? Ja. Yeah. Also ich muss hier jetzt hin. Stimmt, du bist die Militärexpertin. Was ist Asafs Strategie? Hat seine Männer ausgesendet und hofft, uns aufzuhalten. Würde ich nicht tun. Was würdest du tun, wenn du Asaf wärst? Außer mich zu rasieren? Mich zurückhalten, dich die Arbeit erledigen lassen und dir dann den Stoßzahn wegschnappen, wenn der Knochenjob erledigt ist. Jetzt nochmal der gleiche Dialog. Hinterhältig. Sinnvoll. Minimiert einige Risiken. Wie gut, dass du auf meiner Seite bist. Ja, das stimmt. Es wundert auch. Moment. Sieh mal, draußen sieht alles sauber aus. Hä? Nicht jetzt einfach? Nee. Hier kann man durch. Trip richtig viel Hornhaut. Jetzt muss ich wieder scharf nachdenken. Scheibe, oh. Scheibe drehen, aktive Scheibe wechseln, Teile nach innen und außen bewegen. Hä? Oh, warte. Das hier ist falsch, denke ich mal. Hä, das sieht, das sah doch gerade so gut aus. Thank you.
bringt uns? Passiert ja nicht mal. Was soll daraus überhaupt werden? Ich check's nicht. Warum kann ich das in der Mitte nicht drehen? Teile nach innen und außen bewegen. Geile ist, es passiert dabei nichts. Das ist so stupid. Und so passt es doch. Alter. Das klappt nicht. Was auch immer das werden soll. Natürlich nicht. Oh mein Gott, ist das stupid. Alter, was soll das werden? Also ja, ein Pferd. Aber da passiert doch nichts. Boah, Alter, weißt du, das sind so weirde Rätsel. Jetzt gib mir doch eigentlich mal einen Tipp. What the fuck? Thank you.
Alter. Wie kommt man auf so etwas? Das sieht schon besser aus. Ich habe gerade einfach nur geraten. Das soll auch nicht passieren. Nein! Mann! Was ist denn das? Das ist so cool, ja. Dich doch. Dann tun wir das hier. Nein, da geht nur das eine weg. Warum geht da nur das eine weg? Also alle Wände hatten irgendwie
gute Erklärung. Dieses Rätsel hat einfach gar keine Erklärung. Oh. Kann nicht einfach mal das mittelgroße hinter dem kleinen sein? Das hat schon mal funktioniert. Okay, ja, ich weiß nicht, was man das los. So, die Scheiße tun wir jetzt hier rüber. Jetzt haben wir das Rätsel nicht gelöst. Jesus. Komm zu deinen Freunden. Nein, was mach ich denn? Jetzt muss ich das nochmal hier rüber tun. Was zur Hölle ist denn Rätsel los? Ist es gerade dein Ernst? Was habe ich denn falsch gemacht? Wie ein weiser alter Mann eins sagte, Scheiße. Noch ein Wappen eines Hoysala-Königs. Das hat jemand sehr sorgfältig versteckt. Okay, Leute, aber es geht weiter im nächsten Part. Ciao.